Noch vor ein paar Tagen haben viele geschrien, Gott, senke die Zinsen, liebe Fed, du musst jetzt bei jeder Sitzung oder vor allem in einer Notfallsitzung schnelle Abfolgen von 0,75% Zinssenkungen machen, so wie das der vielbeachtete Jeremy Siegel gefordert hat. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Situation, wo man wieder von Goldilocks-Szenario spricht, also solide, gute Wirtschaft, aber gleichzeitig sinken die Zinsen doch durch die Fed. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell, dieser Sprung von die Welt geht unter zu, wir leben in der besten aller Welten, ist zu schnell, zu groß, als dass er wirklich der Fall sein könnte aus meiner Sicht. Und vielleicht haben wir es mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun, das ist natürlich nicht bewiesen, aber wir sehen Charakteristiken eben einer Bärenmarkt-Rallye, diese schnellen, massiven Anstiege nach einem Abverkauf. Ein Bullenmarkt ist normalerweise ein Markt, der langsam steigt, immer ein bisschen steigt, selbstsicher ist, kaum Volatilität aufweist. Hier sehen wir diesen heftigen Abverkauf, den wir erlebt haben seit vorletzter Woche, glaube ich. Dann dieser massive Anstieg, alles sehr, sehr schnell und es ist eben nicht auch widerlegt, dass es hier eine Bärenmarkt-Rallye ist, wenn wir es später wissen. Aber wir schauen uns die Dinge mal an, die, wie gesagt, sehr, sehr schnell gehen, als dass sie wirklich eigentlich der Fall sein könnten. Bärenmarkt-Rallyes sind brutal, wie wir wissen. Die Börse geht gerne den Weg des größten Schmerzes. Erst ging sie nach unten, hatte die meisten auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt geht sie nach oben und erwischt viele auf dem falschen Fuß und saugt diejenigen rein, die sagen, ja, Aktien steigen immer, die aber dennoch wahrscheinlich verkauft haben oder verkaufen mussten, Stops gezogen wurden bei diesem Sell-Off, den wir gesehen haben. Wir hatten jetzt diesen neuen Optimismus, ich hatte es gestern versucht zu zeigen, vor allem durch die Einzelhandelsumsätze, die bei genauerem Hinsehen ja gut sind, keine Frage, aber eben jetzt auch nicht so großartig, wie die Wall Street sie vielleicht uns verkaufen will. Es ist so, dass wahrscheinlich Janet Yellen persönlich zu diesen Einzelhandelsumsätzen beigetragen hat durch ihre Einkäufe. Wir sehen die Lady wieder massiv geschminkt natürlich. Es ist vor allem der Autosektor gewesen, der die ganze Geschichte nach oben gezogen hat und jetzt spricht man wieder soft Landing und so weiter. Diese 1,0% war besser als die erwarteten 0,4%, aber zwei Drittel des Anstiegs waren eben die Autoverkäufe, während Autohändler eben sagen, wir kriegen unsere Autos nicht los und müssen massive Rabatte geben. Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir jetzt schon bei CNBC etwa ja Goldilocks-Szenario, nachdem Walmart gestern auch sehr gute Zahlen vorgelegt hat, respektive einen guten Ausblick gegeben hat. Da schließt man auf alle Konsumenten, das halte ich aber für falsch, denn andere Einzelhandelsunternehmen stehen deutlich weniger gut da. Viele, viele Firmen berichten, unsere Kunden, die geben nicht mehr so viel Geld aus, die warten, bis die Zinsen sinken, damit sie günstiger finanzieren können. Bei Walmart übrigens gestern interessant, das erste Unternehmen, das auch nur ansatzweise gezeigt hat, dass mit KI was anzufangen ist. Man hat nämlich die Prospekte mit verschiedenen KI-Sprachmodellen erstellt und sagt, da hat man sich sehr, sehr viel Zeit, sehr viele Mitarbeiter einsparen können. Also wir sehen, KI kommt in diesen hochmodernen, revolutionären Bereichen wie Katalogen zur Anwendung. Immerhin, es gibt Anwendungen, aber die werden aus meiner Sicht eben total überschätzt. Bisher hat kein Unternehmen zeigen können, bis auf die Schaufelverkäufer, dass man mit dem Gold suchen Geld verdienen kann. However, Goldilocks also back, das ist die These. Und das wird sich jetzt mal herausstellen müssen, was den Konsumenten betrifft, denn heute bekommen wir die Michigan-Daten, Verbraucherstimmung, die ja zuletzt ziemlich mies war. Also guckt man auf die Conference Board Verbraucherstimmung und auf die Michigan Verbraucherstimmung. Und dann spiegelt das nicht wieder, dass der Konsument wirklich so stark auf der Brust ist. Mehr als die Hälfte der Amerikaner glauben, die USA seien in einer Rezession. Also irgendwie passt das alles nicht zusammen. Jedenfalls gestern mit Walmart und den Einzelhandelsumsätzen, das Einzelhandels-ETF XRT mit einem riesigen Anstieg war der beste Sektor gestern, der Retail-Sektor. Aber es gab ja eben nicht nur die Einzelhandelsumsätze, sondern wir hatten auch Philadelphia Fed Index, sehr, sehr schwach, nur die Preise steigen. Wir hatten Industrieproduktion sehr, sehr schwach, minus 0,6%. Wir hatten NHB Hausmarktindex, neues Allzeittief. Wir hatten den New York Empire mäßig und wir hatten ordentliche, gute Erstanträge. In der Summe ist das ein Mix, der sogar leicht negativ ist, weswegen wir den Bloomberg Economic Surprise Index sogar nach unten weisend sehen derzeit. Also faktisch könnte man sagen,
dass dieser Wall Street-Optimismus nach den Einzelhandelsumsätzen doch ein bisschen sehr optimistisch ist, wenn wir uns mal die realen Daten dazu anschauen, aber schwamm drüber. Jedenfalls sind die Zinssenkungserwartungen deutlich gesunken. Ja, ein Tag vor den Einzelhandelsumsätzen, also vor 2 Tagen, war es wahrscheinlicher aus Sicht der Märkte, dass die Fed eine große Zinssenkung von 50 Basispunkten macht. Jetzt liegt die Chance dazu bei 1:7. Das geht auch sehr, sehr schnell. Zinssenkungserwartungen rauf, runter, alles sehr, sehr schnell, sehr volatil, zeigt eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Unklarheit über die Dinge. Nach dem Abverkauf sehen wir, dass der S&P 500 nur noch 2,2% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Und wir sehen, dass man hier 4 Billionen in Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat. Das entspricht etwa 444 Milliarden Dollar pro Tag seit dem 5. August. Nvidia hat jetzt 700 Milliarden hinzugewonnen seit dem Tief am 5. Also hier werden Billionen mal eben eingepreist, dann wieder ausgepreist. Und wir sehen den schnellsten Abverkauf des VIX in der Geschichte, also des Volatilitätsbarometers VIX. Und normalerweise, wenn der VIX über 35 schließt, wie das am 5. August der Fall war, dann braucht er im Median 170 Handelstage, um wieder auf 17,6 den Long-Term-Medianwert zurückzufallen. Diesmal hatten wir ganze 7, also nicht 170, sondern 7. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir sind gestern sogar auf einen 15, irgendwas Wert zurückgefallen beim VIX. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Das sind extreme Märkte. Und hier sehen wir, dass der VIX ja eigentlich seinen Abwärtstrend gebrochen hat, und jetzt setzen wir an diesem Abwärtstrend wieder auf. Das wird jetzt also interessant zu sehen. Heute ja kleiner Verfall bei den Optionen. Hier nochmal die Gewinne hier von den einzelnen Aktien oder Assets: Nvidia, Meta, Nickel, Tesla, Amazon, Bitcoin, das allerdings gestern unter Druck gekommen ist, und so weiter und so fort. Schwach Google, da hat man ein paar Probleme in Sachen Aufspaltung. Nvidia ist jetzt wieder über 3 Billionen Marktkapitalisierung, Apple ist jetzt 9 Handelstage in Folge positiv, aber, und das ist ein sehr deutliches Aber, wir sehen zwar, dass der Nasdaq sich erholt in Relation zum S&P 500, das ist immer so ein sehr gutes Risk-On, Risk-Off-Modell, also die Tech-Werte steigen etwas stärker als der S&P 500, als die S&P 500 Werte respektive die Indizes. Aber wir sehen, dass wir da noch sehr, sehr, sehr viel Strecke haben. Also wir haben vielleicht jetzt ein Drittel dessen, was wir vorher verloren haben, aufgeholt, während der S&P 500 jetzt nicht mehr weit von seinem Allzeithoch hantiert. Das heißt, das ist schon ein sehr starkes Fragezeichen. Wir sehen also, dass die Dynamik des Anstiegs jetzt nicht so ist wie die Dynamik des Abverkaufs, der Schwäche der Nasdaq-Aktien. Eine Beobachtung, die für diejenigen, die jetzt ausrufen und wieder neue Kursziele aufrufen mit S&P 6000, vielleicht durchaus erwähnenswert wäre. Und wir sehen diesen Optimismus der Kleinanleger, die auch jetzt, wie JP Morgan sagt, doch den Dip gekauft haben. Hier hat man also massiv gekauft. Jetzt die Privatanleger, die sind weiterhin auch sehr bullisch mit 42,5%. Und siehe da, der Carry Trade ist wieder da. Jetzt sind die Shorts auf den Yen wieder massiv gestiegen. Und das ist eben das, was die Bank of Japan mit ihrer Aussage, wenn Marktturbulenzen da sind, dann werden wir die Zinsen nicht anheben. Gegenfrage, naja, wenn die Marktturbulenzen vorbei sind, werdet ihr dann die Zinsen anheben, sodass dann neue Marktturbulenzen entstehen? Oder wie ist das Ganze gemeint? Also wir sehen, die Party scheint ungebrochen weiterzugehen, und ich glaube, dass es auch sich um einen Short Squeeze erstens handelt und zweitens eben hier die Vermögensverwalter NAAIM nicht dabei waren, jetzt eben dann panisch zukaufen mussten, nachdem der Investitionsgrad deutlich runtergegangen ist. Der Fear and Greed Index jetzt übrigens bei 33, nur noch bei Furcht. Naja, und das sehen wir in den Stimmungswerten nicht, und das sehen wir auch nicht bei der immensen Marktkapitalisierung in den USA. Die liegt über 50 Billionen Dollar, damit mehr als das Doppelte dessen, was Asien oder Europa auf die Beine bringen. Also natürlich haben die Amerikaner mit Google, Microsoft, Amazon und Konsorten natürlich im Tech-Bereich die führenden Firmen, aber das ist schon aus meiner Sicht too much. Das ist letztendlich eine Art Überbewertung des US-Marktes. Und jetzt kommt, wenn wir nochmal jetzt zur politischen Situation in den USA zurückkommen,
Jetzt kommt die gute Kamala Harris und sagt, nachdem sie gestern ja oder nachdem gestern berichtet wurde, sie wird Preiskontrollen fordern. Das hat immer dann den Effekt, dass die Anbieter nicht mehr für die Preise produzieren können, die der Staat als Obergrenze definiert, weswegen sie nicht mehr produzieren, weswegen eine Mangelwirtschaft entsteht, weswegen dann aufgrund dieser Mangelwirtschaft ein Schwarzmarkt entsteht, auf dem die Preise dann massiv steigen. Argentinien, alle sozialistischen Länder sind ein wunderbares Beispiel dafür. Und jetzt kommt sie um die Ecke und sagt, ja, also ich will für Hauserstkäufer einen Zuschuss von $25.000, die der Staat dann bezahlen soll. Mit anderen Worten, bei einem Defizit, das so krass ist wie in den USA, 35 Billionen an Staatsschulden und massives Defizit, etwa 3 Billionen, kommen jährlich dazu. Da will man dann jedem, der ein Haus kaufen will, dann nochmal $25.000 in die Hand drücken. Sportlich heißt mit anderen Worten, Harris wird in einer anderen Form das Geld weiter zum oder wird weiter massiv hier Schulden machen, so wie es Biden gemacht hat, so wie es vorher Trump gemacht hat. Wenn sie denn drankommt, wenn Trump drankommt, dann dürfe es ähnlich sein. Also erste Preiskontrollen und dann subventionieren wir die Hauspreisinflation, wie hier ein Twitter-Account schreibt, dann machen wir irgendwann Wage Controls, also Lohnkontrollen, dann werden wir Nationalisierungen vornehmen und dann werden wir behaupten, dass der reale Kommunismus ja noch nie ausprobiert wurde. Das ist so ungefähr der Weg, der sich abzeichnet und auch zertönelt. Der es nur anders macht mit Zöllen, mit Abschiebung von Migranten, die dann letztendlich zu Lohnsteigerungen führen werden. Alles ist inflationär, alles deutet auf mehr Schulden. Wie da die Renditen, die Risikoprämien für US-Staatsanleihen wirklich nachhaltig sinken sollen, ist mir nicht klar. Aber das erwarten eben die allermeisten derzeit, wie die Bank of America Umfrage zeigt. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Carry Trade, come back. Da nochmal genauere Informationen, was da abgeht. Echt krass. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass die Margen gestiegen sind, also die Sicherheitshinterlegungen, dass Hedges teurer geworden sind. Das heißt, diese Hebel sind nicht mehr drin. Und ich bin gespannt, wann dieser Trade das zweite Mal in die Luft fliegt. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Da sehen wir, die Händler streichen jetzt ihre Wetten auf den großen Wurf bei den Zinsen. Diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich Servus, ciao.